Welche Krebsarten gibt es denn überhaupt? Also prinzipiell ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass Krebs prinzipiell überall entstehen kann. Das Merkwürdige ist aber, dass wir tatsächlich eine extrem hohe Inzidenz von Brustkrebs haben. Warum ausgerechnet da? Das sind doch gar nicht besondere Gewebestrukturen, oder? Die sind insofern besonders, als dass sie sehr stark hormonabhängig sich verhalten, also sehr stark auf ein Wachstumssignal angewiesen sind, das von bei der Prostata männlichem Geschlechtshormon, bei der Brust weiblichem Geschlechtshormon angewiesen ist. Und das mag ein Grund sein, weshalb wir beim Prostatakarzinom bei den Männern und Mammakarzinom, also Brustkrebs bei Frauen, die jeweils häufigste Tumorerkrankung vor uns haben.